Grüß Gott, Staatsoper Wien, Technische Direktion. Herr Mosinzer, können Sie uns bitte weiterhelfen? Ich habe von meinem kaufmännischen Leiter den Wunsch, die dringende Notwendigkeit, um es richtig zu formulieren, dass wir unsere Energiekosten um Minimum 20% einsparen müssen. Bitte um Ihre Unterstützung. Wie können Sie mir weiterhelfen? Vielen, vielen Dank. Herr Günther, ganz ein konkreter Fall. Wir beide wissen, dass bei der Staatsoper in Wien sehr, sehr viel Schneiderelektrik verbaut ist. Wir wissen auch, dass die ziemliche Probleme natürlich haben, ihre Energiekosten zu senken, um den Spielbetrieb weiter aufrechterhalten zu können. Was tun wir mit der Staatsoper? Das ist ein sehr gutes Beispiel, Thomas. Das ist was wir auch tagtäglich erleben in der Praxis. Ja. Die Kunden sind verunsichert, die Kunden haben Aufgabenstellungen, wo sie noch keine Lösungsansätze haben, und die kommen dann zu uns, weil sie auf Schneiderelektrik vertrauen, so wie die Staatsoper, die, wie du sagst, auch mit Schneiderelektrik Lösungen ausgestattet ist. Mhm. Und das ist genau das Thema, wo wir dann das super aufgreifen können und gemeinsam dann mit dem Kunden, in dem Fall mit der Staatsoper, dann Lösungen arbeiten können, wie wir zu diesen 20% kommen. Ja. Da geht es in erster Linie mal darum, um eine Analyse. Ja. Es geht darum, dann um eine Erfassung des Energieverbrauchs zu machen. Das heißt, man muss einmal ein entsprechendes Monitoring machen. Man muss schauen, wo verbrauche ich welche Energie. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich dann ins Energiemanagement gehen. Ja. Also vom Energiemonitoring zum Energiemanagement. Und mit dem Energiemanagement ist es dann möglich, dort entsprechende Szenarien abzubilden. Das kann eben, wie gesagt, im Bereich der Heizung sein, das kann im Bereich der Lüftung sein, das kann im Bereich des Lichtes sein oder auch in vielen anderen Bereichen bei der Staatsoper. Und diese kann ich dann entsprechend umsetzen mit der entsprechenden Intelligenz, die ich dann dort nachrüsten kann. Ich greife einen Begriff auf, der immer wichtiger wird: Visualisierung. Ja. Was hast du zu bieten? Ja, der Bereich Visualisierung ist einer der wesentlichsten Bereiche, ja, weil es, wie ich vorher gesagt habe, auch um dieses Monitoring geht. Das ist eine etwas andere Begrifflichkeit dafür, nämlich zu sehen, okay, wo verbrauche ich denn was, wie ist denn der aktuelle Status? Und das beginnt im Smart Home, also im Einfamilienbereich beginnt das bereits, wo ich sage, naja, wie ist im Moment die Situation in meinem Haus? Ja? Wo heize ich nicht, wo verbrauche ich gerade Energie, wo nicht? Beispielsweise eine Anwendung wäre eine Tiefkühltruhe, die überwacht wird, ja, wo ich dann sehe, okay, ich habe da plötzlich keinen Verbrauch mehr. Wenn ich dort keinen Verbrauch habe, ist das zwar gut fürs Börserl, aber schlecht für das Kühlgut. Mhm. Und somit kriege ich eine entsprechende Alarmmeldung und kann da sofort eingreifen. Und umgekehrt genauso in die andere Richtung, wenn ich heute eine Unternehmung habe mit einer hohen Komplexität, wo ich sehe, ich habe dort eine Vorführung gehabt und nach der Vorführung verbrauche ich noch immer eine Menge Energie, weil vielleicht jemand vergessen hat, das Licht abzudrehen, banales Beispiel, aber es ist so, oder die Heizung läuft weiter und so weiter, dann kann ich dort entsprechend reingreifen. Über eine Visualisierung kann ich dann natürlich auch entsprechend Trends sehen, und was auch viel wichtiger ist, ich kann auch entsprechende Vergleiche erstellen. Mhm. Ich kann dann Räume miteinander vergleichen, Objekte miteinander vergleichen, kann Opernhäuser miteinander vergleichen, und das Ganze ist bei Schneider auch möglich, bei Schneiderelektrik mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die wir in der Schneider Cloud zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann meine Objekte mit anderen Objekten vergleichen und sehe dann auch Abweichungen und aus dem heraus Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen. Lieber Günther, so viele Leute könnt ihr bei Schneider Elektrik zum Beispiel in Österreich gar nicht sein, um das alles, was jetzt notwendig wäre, umsetzen zu können. Ist es nicht notwendig, hier mit geschulten Partnern das Ganze zu skalieren, zu verbreiten, auszurollen, einfach Leute an Bord zu nehmen, die mit eurem Wissen diese Dinge umsetzen? Ja, Thomas, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Obwohl Schneider Elektrik global über 140.000 Mitarbeiter hat, ist das natürlich nicht auch ausreichend, um die Energiewende alleine zu stemmen. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Wir müssen es gemeinsam machen. Und Schneider Elektrik hat auch ein entsprechendes Partnerkonzept, wo wir
gemeinsam in den Regionen mit unseren Partnern diese Lösungen dann beim Endkunden umsetzen. Also zum Beispiel bei einer Staatsoper, um auf das Beispiel vorher noch einmal zu kommen. Wir sind die Spezialisten in der Produktik, in der Lösung, in der Intelligenz und machen gemeinsam dann mit unseren Partnern die entsprechende Beratung bzw. die Umsetzung. Das heißt, die Türen für neue Partner, die sich dafür interessieren, Teil dieser Lösung an der Energiewende zu sein, uns allen miteinander zu helfen, aus dieser Situation so schnell wie möglich rauszukommen, die sind herzlich eingeladen, sich bei euch zu melden und einfach Gas zu geben. Also absolut, das kann ich nur bestärken. Also wir haben ein sehr interessantes Partnerkonzept, das sogenannte Eco-Expert-Partnerkonzept, wo wir unseren Partnern nicht nur unsere Produkte und Lösungen zur Verfügung stellen, sondern auch entsprechende Ausbildung dazu, auch entsprechende Vermarktung, weil auch das ist wichtig. Wir haben eine Menge an Endkundenanfragen, die wir dann über die Partner dann auch ausrollen und in Österreich umsetzen. Und daher ist wirklich jedes Elektrounternehmen in Österreich eingeladen, das Teil dieser Energiewende sein will, gemeinsam mit Schneider die Lösungen umzusetzen, bitte einfach bei Schneider Elektrik dann auch melden. Und wir freuen uns über jeden weiteren Partner, mit dem wir gemeinsam einen Beitrag dazu leisten können, die Welt ein bisschen besser zu machen. Dann sage ich mal danke für deine Zeit. Ich sage danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Machen wir einen Umbau. Danke. Ciao. Ich bedanke mich auch. Alles Gute.